Hallihallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Keinert und ja, wir sind heute zu Gast bei Niva Power Privat beim Heinrich und mit dem Kai, ne? Und ihr wisst ja aus unserem letzten Video, was ich mit dem Kai ja gedreht habe, wir haben ja ein lustiges, cooles Projekt vor, mit seinem leicht liebebedürftigen, leicht rostigen Niva, wo wir manche schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und wo wir aber gesagt haben, dass wir da wirklich einen tollen Sponsor bzw. Partner auch rangezogen haben, der uns bei der Sache auch tatkräftig unterstützen will. Und ja, wie gesagt, Niva Power Privat. Ne? Möchtest du irgendwas dazu sagen? Ne? Ja gut, ich bin der Heinrich von Niva Power. Hallo erstmal. Ja. Ja, also wir haben von dem Kai gehört, dass er halt ein Projekt macht, dass er seine Lost Places, in denen er ja beschäftigt ist. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen. Genau, hau nochmal raus für die, die es beim letzten Mal nicht gesehen haben. Ja, genau. Also, wir haben quasi einen Scheunenfund gekauft. Der Wagen hat nichts, außer ein Jahr TÜV. Sprich, ich möchte eine fahrende Restauration daraus machen. Jetzt bin ich ein absoluter Laien. Ich habe keine Ahnung, muss man dazu sagen, von Lada Niva. Ich habe mir sehr viele Videos angeguckt und sehr viele Berichte durchgelesen und habe jetzt selber aber noch nicht Hand angelegt und wollte jetzt eben wissen, was ist alles mit dem Auto überhaupt machbar. Und eben deswegen sind wir heute hier, um zu sehen, was ist mit dem Auto machbar. Und da... Swank. Da! Also ja. Für uns war einmal interessant, der Kai kam halt auf uns zu und hat halt gefragt, ob wir vielleicht ein bisschen was uns beteiligen wollen an dem Projekt. Und da wir halt im Niva-Bereich relativ stark unterwegs sind. Und relativ. Noch nicht, so lange, aber vielleicht fange ich noch ein bisschen von vorne an. Bei uns ist das im Prinzip so aus der Liebe zu den Autos entstanden, weil ich bin persönlich auch Niva-Fan, fahre so ein Auto schon ewig lange und da sieht man auch zum Beispiel, das ist hier der Niva gewesen, genau, dem ich allerdings noch ein bisschen nachweine, haben wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen. Ja, ja, genau, ja, richtig, ich versuche den zurückzukaufen, schauen wir mal, was draus wird. Ja, also zu unserer Firma. Wir sind seit circa 2 Jahren jetzt unterwegs im Niva-Bereich und haben auch uns konzentriert nur auf das eine Modell. Das heißt, wir machen gar nichts anderes. Ja? Und es ist im Prinzip aus der Liebe zu den Autos entstanden bei uns. Und das macht uns eigentlich auch ein bisschen aus. Das ist etwas anders als... Das fasst man dann etwas anders an, weil man selber halt dahinter steht und wir haben viele, viele interessante Leute, die viel Erfahrung haben mit dem Auto und das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Ja, vor allem macht ihr auch viele schöne Umbauten, ne? Hier haben wir ja eigentlich ja auch ein super Beispiel, das ist jetzt auch wirklich ein Beispiel. Ihr seid mit dem Wagen seid ihr nach Italien gefahren. Ja, genau. Ne? Da waren die haben gut unterwegs gewesen. Mit sogar. Genau. Ne? Mit dem Wohnwagen. Das macht ja alles, ne? Also viele sagen ja, das funktioniert nicht, aber mit dem Niva kann man so ziemlich viele Sachen gut machen. Weil die Frage kam ja auch sehr oft auf, ja, kann man mit dem Wagen lange Touren machen und ja, es ist auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich meine, ich kenne auch mehrere, die damit in Osteuropa unterwegs waren, bis nach Marokko, Russland und überall hin. Jetzt hier natürlich Italien, Griechenland kenne ich auch jemanden. Und auch für den Kai ist das jetzt auch sehr, sehr spannend eigentlich im Grunde, weil ja, er hat jetzt auch keine neuen Niva, ne? Das muss man einfach so dazu sagen. Da muss halt, wie gesagt, noch einiges gemacht werden. Und er möchte ihn halt auch mit auf die Touren mitnehmen und die befinden sich ja nicht irgendwie in der hier um die Ecke, sondern du bist auch in der, wie gesagt, auch in der Ukraine genau. Unterwegs. Also überall. Also vom Prinzip her möchte ich mit dem Wagen überall hin. Also es gibt keine Begrenzung, keine Kilometerbegrenzung. Also es soll zum Beispiel in den Kaukasus gehen. Dann fahre ich mit dem durch Kirgisistan oder fahre hoch nach Island. Also das ist so. Eben das, was ich mir vorstelle und ich denke, genau deswegen sind wir ja dann auch hier zusammengekommen, auch um heute zu sehen, was ist alles los, auch in Sachen Reisekomfort, was ist möglich und da denke ich, werden wir dann heute einiges gezeigt bekommen, was man eben alles damit anstellen kann. Da sind auch Kais Ersatzteile, aber dazu kommen wir gleich. Richtig. Genau, und das war für mich halt auch wichtig, dass jemand dann dabei ist,
wo man wirklich alles hinterfragen kann, sich auch mal dann anschauen. Wir haben hier auch ein schönes Anschauungsexemplar stehen. Und dass ich mich eben beraten kann, welcher Dachgepäckträger ist für ein Dachzelt geeignet. Für mich war wichtig, dass ich mal zwischendurch auch aufs Dach klettern muss. Wie viel hält das Dach? Da liest man auch sehr viel im Internet drüber. Das Dach hält nicht viel aus. Was kann ich mit wie vielen Leuten kann ich oben drauf? Und eben genau diese ganzen Fragen, die möchten wir dann hier klären. Also ich meine, das hält schon viel aus. Also ich weiß, ich kenne Leute, die haben sich mit 3 Mann da drauf gestellt, ne? Und dann war das ganze Dach so nach innen gedrückt und dann geht man von der anderen Seite auf, ne? Aber das ist jetzt natürlich auch nicht Dauerlösung, sage ich mal. Und macht auch böse Kratzer auf dem Lack, ne? Da habt ihr ja auch echt ein paar schöne Sachen im Angebot mit Gitterboden und Riffelblech. Hier habt ihr ja mit Gitterboden. Hat ja auch einfach den Sinn, dass die Ladung alles nicht mit dem Lack und so in Kontakt kommt. Genau. Also der hat ja hier unten jetzt ein Gitter drin. Das heißt, wenn man eine Ladung drauf hat, das kommt einem nicht unbedingt aufs Dach dann, dass das drauf. Es gibt auch welche mit einer Riffelblechplatte zum Beispiel oder halt wie der Kai das demnächst auch für ein Dachzelt optimal, genau, eben. Einfach nur so eine Plattform, wo du halt ein Dachzelt drauf montieren kannst. Und man sieht hier ganz deutlich an diesen 3 Beinen, der ist mega stabil, der hat richtig Verstrebungen unten drunter. So gut verarbeitet. Genau, den haben wir auch schon an Jäger verkauft, die gesagt haben, das nutze ich so ein bisschen als Hochsitz. Ich stelle dann meinen Stuhl oben drauf, meinen Gartenstuhl. Aber dann sollte man die mit dem Riffelblech nehmen, weil ich glaube mit Gitterboden. Ja, das ist oder man hat große... Aber mit dem Riffelblech, das funktioniert dann schon. Oder man hat solche Stühle. Ja. Ja. Deckt sich das an. Kann man auch. Ne, am besten dann auch noch drehbar, ne, für 360 Grad umguck. Ne. Ja, genau. Ja, und das sind halt hier, das ist jetzt mal ein Beispiel für ein Fahrzeug. Wir haben halt auch immer so einen Vorführwagen, der so ein bisschen was an Zubehör verbaut hat. Wir haben sehr viele Leute, die vorbeikommen und sagen, ich will das mal live sehen, ich will mir das mal angucken, ich habe keine Vorstellung davon oder ich will mal eine Probefahrt mit einem Niva machen. Und da haben wir halt immer was da, was man zeigen kann und kommt auch ganz gut an. Kommen wir mal zu deinen Ersatzteilen. Genau. Ja. Also wir haben uns in den Videos, wir kennen den Niva ehrlich gesagt nur von den Videos bisher, ne? Ja. Genau, ja. Live haben wir ihn eigentlich noch gar nicht gesehen. Genau, also wir hatten erst überlegt, ob wir mit dem Niva hier hinfahren. Dann haben wir uns allerdings gedacht, besser für alle Beteiligten, die auch zu der Zeit auf der Autobahn unterwegs sind, dass es vielleicht lieber unterlassen, weil die Bremsen sind fest. Es ist ja der ein oder andere Rostfleck auch vorhanden und Bremsflüssigkeit tritt auf, die Reifen, die haben ein zweites Profil entwickelt, die haben von Allwetterreifen zu grobstolligen Geländereifen quasi gewechselt, weil die schon extremes Alter hinter sich haben und deswegen haben wir gesagt, okay, die erste Fahrt machen wir jetzt nicht mit dem Niva direkt, sondern wir holen jetzt erstmal die Teile ab, damit wir mit dem Niva sicher von A nach B kommen und eben genau... Jetzt liegen die schönen Sachen. Also wir haben uns das letzte Video natürlich angesehen und da konnte man ja schon ein bisschen gucken. Du hast ja auch ein bisschen beschrieben, wie das ist mit den Schwellern zum Beispiel. Ne? Da hast du ja auch gesagt, Schweller soweit in Ordnung und Radläufe geht so, ist Rost noch nicht so riesig großes Thema. Und du hast gesagt, von unten gesagt, auch an sich rostmäßig. Es ist so weit okay. Machbar. Ne? Also machbar. Eben, machbar. Wir haben gedacht, es fällt schlimmer aus, aber die erste Inspektion war echt, wir sind positiv überrascht. Also es ist natürlich Arbeit, keine Frage. Und viel Optik auch, Technik. Aber da sieht man mal, wie man sich täuschen kann, ne? wenn man so das Auto sieht und guckt, dann in der Tür ist irgendwie so ein Loch drin. Ne? Das heißt doch nicht unbedingt, dass das nicht machbar ist, sondern ja. Genau, dass es immer noch den Wert hat, vielleicht das mal anzupacken und zu sagen, komm, den bringe ich wieder hoch. Ne? Genau. Ja, deswegen auch ein sehr spannendes ja, Projekt und wie gesagt dann auch die Touren, die du dann natürlich auch damit vorhast. Und, absolut. Definitiv. Ja, gucken wir mal zu den Ersatzteilen. Haben wir denn da schon ja, feines also, Neues? Da haben wir schon ein bisschen was besorgt für dich. Also zum einen haben wir hier mal einen Satz neue Reifen. Das sind Reifen, wie die auch serienmäßig jetzt zum Beispiel auf dem Urban drauf sind. Ist eine Alufelge, ist ein sehr guter Reifen auch mittlerweile drauf. Mittlerweile verbaut Lada ja auch Pirellis. Ja, und der ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss.
Ja, genau, weil das ist nämlich natürlich, viele werden sagen, okay, du willst ja ins Gelände, ins krasse Gelände und warum keine grobstolligen Geländereifen jetzt, aber man muss dazu ja sagen, wir fahren ja auch erstmal 2000 Kilometer beispielsweise jetzt über Polen, über die Ukraine, vielleicht nach Moldawien und die Strecke muss auch zurückgelegt werden und da sind so grobstollige Geländereifen natürlich nicht die ideale Lösung. Das Thema Verbrauch natürlich auch noch spielt eine Rolle. Ne? Genau, richtig. Mit relativ schmalen Reifen verbrauchst du dann ja auch ein bisschen weniger als, ich sag mal, mit einem sehr groben Profil. Ne? Und wenn man jetzt so ein Rad anguckt, das ist natürlich top für, jetzt in dem Beispiel mit der Dotsfelge, ein BF Goodrich, das ist natürlich top fürs Gelände. Der ist auch relativ laufrisch auf der Straße, aber man merkt natürlich auch von der Leistung her, wir haben ja hier ein Auto 1,7 Liter, 83 PS, klar, der hält dich dann auch ein bisschen fest und so ist natürlich, ist das hier eigentlich erstmal für den ersten Einsatz, glaube ich, ein bisschen besserer Kompromiss. Auf jeden Fall auch sinnvoller, ne? Ja, was haben wir ansonsten noch? Also wir haben ja mehrfach telefoniert und die sind dann halt auch schon mal ein Sammelsurium von Sachen, die man fürs erste Wichtige braucht, damit das genau. Auch fit ist, ne? Auch wichtig, damit es nicht mehr reinregnet. Eine neue Fensterkurve. Ja, damit du dein Fenster nicht mehr mit Tape, beziehungsweise mit Kreppband und nicht mehr mit Blasenfolie versiegeln muss. Genau. Dann haben wir übrigens professionell für den Übergang mit einem alten Barockrahmen, den wir in die Tür geklemmt haben. Ja, da war doch auch, ich glaube, auch Bauschaum war auch in genau, der Tür. Genau, Bauschaum war auch drin. Ja, genau. Das Schlimmste, was du machen kannst an der Tür, da Bauschaum reinmachen. Bauschaum, ja. Weil das saugt sich auch mit Wasser voll und alles. Und was denn da geritten hat, ich habe keine Ahnung. Also, sehr interessant. Jetzt sind ja neue Türen da, auch eine neue Heckklappe. Ich meine, im Moment sieht es ja hinten noch ordentlich. Ne? Die ist jetzt hier noch schön verpackt. Ja. Und typisch ist halt also einfach, dass die Sachen halt auch noch, das ist halt wirklich noch so Werkszustand noch grundiert. Und dann richtig. Kann man sich das selber in der Farbe machen, wie man die haben will. Genau. Ne? Und ja, da wird auch super interessant. Dabei, ne? Dann haben wir, wie gesagt, hier die ganzen Serviceteile. Wir haben Bremsen vorne, hinten. Hier, das war, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, das sind Originalteile. Ne? Also zum Teil Originalteile, zum Teil natürlich auch von Zubehörlieferanten, die aber auch mit Lader zusammenarbeiten. Ich meine, steht ja auch drauf. Ne? Genau, Bremsschläuche hatten wir jetzt. Neue Kupplung. Neue Kupplung. War auch ein Thema, ne? Musste gemacht werden. Und zwar Bremsschläuche war jetzt auch ein Thema, was nicht so akut war, also die waren porös, aber man hätte noch vielleicht 3 Jahre mitfahren können. Allerdings muss man immer dazu sagen, wenn ich 2000 Kilometer von der Heimat entfernt bin, will ich dann doch auf Nummer sicher gehen und Teile, die eventuell in den nächsten, ja, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren verschlissen werden soll, könnten werden. Jetzt bin ich voll raus. Egal. Ja, könnten aber tun. Aber wir wissen alle, was du meinst. So, genau, genau. Richtig. Ne? Weil irgendwann könnten die einfach kaputt gehen und dann stehst du mitten in der Pampa. Der nächste Service oder der nächste Nachbar ist dann, ich sag mal, 50 Kilometer entfernt oder so ähnlich. Richtig, ja. Und jetzt mal unabhängig davon, dass wir das so ein bisschen sponsern jetzt und dir die Teile auch dann halt so zur Verfügung stellen, ist es ja auch so, selbst wenn du das nicht jetzt von uns bekommen würdest, die Teile für Mieber, die sind ja nicht so teuer. Richtig, ja. Das ist so hinterhergeschmissen. Relativ günstige Ersatzteilpreise, das sehen wir auch immer und ich sag mal zum Beispiel, letztens hat ein Kunde von uns ein komplettes Getriebe bekommen, da bist du gerade bei 500, 600 Euro so in dem Bereich für ein komplettes neues Getriebe und daran sieht man halt, dass man so ein Auto relativ preiswert auch instand halten kann. Genau. Oder wieder instand setzen. Oder wieder instand setzen kann. Genau, genau. Richtig. Was ist denn hier los? Ganz viele Flattermänner. Guck mal, der hier, der. Wir haben Besuch. Der weiß auch noch nicht, wo er hin soll. Ich denke, was brummt hier? So stark schrumpft nicht. Ja, dann der Dachgepäckträger. Genau. Da haben wir. Genau, wir haben vor kurzem auch drüber gesprochen. Wir haben jetzt hier für dich so eine Trägerplattform im Prinzip. Das ist so ein Plattformträger. Das heißt, der hat also keine äußeren Erhöhungen, wie jetzt der zum Beispiel. Der hat ja hier, ich sag mal, das ist ja wie so ein Korb, ja, dass du dann auch im Prinzip die Sachen drauf gut festschnallen kannst. Das ist eher ungeeignet für ein Dachzelt. Wir haben halt hier jetzt einen Träger genommen.
der einfach nur eine Plattform ist. Dadurch kannst du halt das, das Dachzelt eben drauf montieren. Und du hast auch den Vorteil, wenn du später mal Sachen auch von dort oben filmen willst, da kann man auch leicht draufsteigen und entsprechend von da oben auch Fotos machen dann. Genau, für alle Leute, die es dann, glaube ich, interessiert, verlinken wir einfach mal unten den Namen des Dachgepäckträgers, damit ihr dann mal direkt auf die Seite kommt und euch den anschauen könnt. Damit ihr auch wisst, über welchen wir hier genau reden. Das war bei der Expedition heißt da, ne? Das war für mich immer eine wichtige Frage. Das ist jetzt die Dachgepäckträger-Plattform, die gibt es halt auch in zwei Ausführungen. Einmal mit diesem Gitter hier und einmal auch mit einer Riffelblechplatte. Das ist dann je nachdem, was man will. Die haben auch beide, also beziehungsweise alle Modelle in dem Bereich, haben diese Aufnahmen auch für die Zusatzscheinwerfer, für die Arbeitsscheinwerfer. Ich glaube, das ist ja auch noch ein Thema für dich. Ne? Genau, richtig. Da kann man also jetzt da zum Beispiel sind jetzt so LED-Balken und noch zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer montiert. Man kann natürlich auch vier gleich große nehmen oder einen relativ großen Lichtbalken dann als Arbeitsbeleuchtung. Oder in dem Fall Lost Place Beleuchtung. Genau. Obwohl es ist ja eine Arbeitsbeleuchtung, ich meine, du arbeitest ja auch dort. Ne? Genau, richtig. Das ist ja eine Arbeitsbeleuchtung. Ja. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt haben wir fürs Erste alles. Und selbst wenn, dann wird das auch nicht das letzte Video werden. Also von daher, ich würde sagen, dann sage ich jetzt an der Stelle auch, das war's erstmal. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich, wie gesagt, ich packe die ganzen Links alle unten in die Infobox. Auch nochmal Kais Lost Place Seite, Niva Power natürlich. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Changes.